Das war auch wieder so ein Film. Aber was holst du aus? Mein Geduldsschaden. Nein, oder? Okay, Kathi, wir schaffen das. Meine Wohnung sieht seit fast 3 Jahren einfach völlig leer aus. In einer strukturierten, gemütlichen Wohnung fühlen wir uns einfach wohler. Wir holen heute zusammen einiges raus. Als erstes habe ich mich um die Wand an meiner Bettseite gekümmert. Mein grober Plan zu dem Ganzen war, Regale an die Wand anzubringen. Ich nehme jetzt das hier einmal durchgezogen. Dann kommt dieses halbe da drüber und dann noch so ein ganz kleines daneben. Und da dann Deko drauf zu stellen. Dafür sind wir erstmal zu Ikea. Diese Regale anzubringen war viel, viel schwerer als gedacht. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Das ist die Question, wie hoch soll das denn sein? Erster waren wir solche Handwerker-Profis, dass wir versucht haben, das Ganze mit einem Akkubohrer hinzubekommen. Hat nicht funktioniert. Warum guckst du so? Nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Die Aufsätze. Da tut sich gar nichts. Dann haben wir uns eine Bohrmaschine ausgeliehen. Ich habe echt ein bisschen Respekt vor diesem Ding. Ich habe Angst, ich habe so Angst. Das hat auch nicht funktioniert. Nachdem das nicht funktioniert hat, habe ich meinen Stiefbruder gefragt. Der ist handwerklich sehr begabt. Der hat mir dann zum Glück dabei geholfen und endlich hängen diese Scheißregale. Das war so ein Aufwand. Ich habe immer wieder zwischen diesem Videodreh, was sich ja über Monate gezogen hat, meine Wohnung richtig grundgereinigt. Oh, ich liebe sowas, ja. Wenn man sieht, dass die Wohnung richtig schnell ordentlich und sauber wird. Oh mein Gott. Ich habe versucht, was umzustellen in meiner Wohnung, weil ich dachte so, komm, dann hast du noch mal was Neues. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das sieht alles irgendwie scheiße aus. Ich bin nicht zufrieden damit. Meine Nachbarin unten kriegt einen Affen, wenn ich das noch einmal umräume. Also, ich habe mein Zimmer jetzt im Endeffekt so umgeräumt, dass ich nur den Nachttisch von links nach rechts gestellt habe. Es macht aber einen großen Unterschied und das Bett halt wirklich komplett an die Wand. Ich habe als nächstes die Spiegel angebracht. Wir bringen jetzt den Spiegel an. Oh. Ja, im Endeffekt hängen beide, aber ich bin nicht zufrieden, weil wenn ich mich vor den breiten Spiegel stelle, bin ich halt immer noch zu klein dafür. Also dieser Spiegel bringt mir nichts. Ich müsste die halt wirklich oben auf eine Höhe bringen. Ich habe meinen Nachtschrank durch dieses kleine Nachttischchen ersetzt. Finde ich mega geil. Also es macht richtig was her, finde ich. Und ich habe meinen Fernseher von der Heizung weggestellt, endlich mal. Und habe ihn auf so ein richtig schmales Tischchen gestellt. Da fehlt jetzt aktuell noch dieses Brett, was man unten dran machen kann. Mein Plan ist es aber, wenn ich das dran habe, dass ich dann meinen Laptop immer da drauf stelle, weil der hat halt noch keinen festen Platz und das wäre cool, wenn er einen hat. Dann habe ich neben meinem Bett noch einen kleinen Teppich hingelegt und das macht das Ganze so krass gemütlicher. So, dann habe ich 2 Fotos aus so dem letzten Jahr genommen, die eine richtig, richtig schöne Emotion in mir auslösen. Hab die schwarz-weiß bearbeitet, damit das einheitlich aussieht. Und habe für die Mitte einen Spruch gestaltet. Und das Ganze habe ich dann an die Wand angebracht. Das war auch wieder so ein Film. Oh, geil. Ich wohne seit 2,5 Jahren hier. Und meine Wohnung sieht einfach kahl aus. Es ist noch was angekommen. Hä? Och man, ich hasse das, wenn ich das dann nicht checke. Ah. Jetzt. Ja, rein. Das brauche ich halt nicht, ne? La! Nein. Oh mein Gott. Nein. La! Okay. Reicht jetzt. Freunde der Sonne, ich habe Bilderrahmen geholt. Irgendwie habe ich kein Auge dafür, was so Einrichtungsstil und sowas angeht. Ja, wobei doch, das sieht doch viel geiler aus, wenn das schwarz Bilderrahmen sind. Ja, weil meine Regale, die ich da angebracht habe, die sind ja weiß. Ich weiß nicht, haha. Es war auch wieder so ein Film, diese Bilder an die Wand zu bekommen, weil ich wollte nicht bohren. Ich musste die da dran kleben und habe mir dann halt online direkt diese Klebeteile mitbestellt. Boah, geil. Ha. Wow, das hält voll gut. Krass. Boah, das sind ja so Momente, da könnte ich echt kotzen, ne? Oh, nein.
nachdem es nicht gehalten hat, habe ich mir im Internet dieses Klebeband bestellt. Ich habe die auch alleine angebracht und das war auch schon wieder so ein Film, das ordentlich und gerade hinzubekommen. Nein, oder? Oh, Alter. Oh. Aber im Endeffekt habe ich es hinbekommen und ich finde das Ergebnis so geil. Es ist einfach ein ganz anderer Raum jetzt. Pauline hat mich darauf hingewiesen, dass ich Gartenstühle in meiner Wohnung habe. Außerdem habe ich diese Sitzkissen geholt, weil die Gartenstühle bleiben. Die kommen jetzt noch hier drauf. Und dann macht das Ganze auch schon viel gemütlicher. Dann habe ich auf TikTok geschaut und habe überlegt, eine Raumtrennung einzubauen. Und dann habe ich mich inspirieren lassen, Vorhänge anzubringen. Dafür habe ich mir dann diese Gardinenstangen geholt und direkt auch so Halterungen zum Ankleben, weil ich hatte null Bock, in die Decke zu bohren. So, dann habe ich zwerg mir die Pauline geschnappt, weil ich bin erstens zu klein, um richtig an die Decke zu kommen. Und zweitens wollte ich das gerade haben. Hey Leute, willkommen zu meinem Bob der Baumeister-Vlog. Heute hängen wir eine Gardinenstange mit Patafix auf. Aber was willst du aus? Mein Geduldsschaden. Nein, ach. Mein lieber Herr Gesangsverein. Die Stangen sind auch nicht komplett gerade, aber das ist jetzt auch egal. Ich glaube, das ist das Lichtverhältnis gerade. Für mich sieht das wie ein stabiler rechter Winkel aus da hinten. Also erstmal waren wir halt beide nicht so schlau und haben die Halterung auch mittig angebracht und dann kannst du halt die Gardine nicht richtig wegschieben. Deswegen haben wir die Halterung in der Mitte dann abgemacht. Also es geht ja scheinbar überhaupt nicht ab. Nee. Geht's auch nicht. Ja, dann würden die Vorhänge werden auf jeden Fall halten. Oh Gott. Okay, Kathi, wir schaffen das. Liebst du mich dafür, dass ich immer so tolle Ideen habe? Aha, das ist mein Leben langweilig. Oh Gott. Da wir dann nicht nochmal die halbe Wand mit abreißen wollten, haben wir das zweite Teil mit Zahnseide abgemacht. Oha. Oha, was ist da los? Nee. Ich komme. Aua. Ich bin auf die Zahnseide getreten. Okay, warte. Genau. Ah. Wir haben die Gardine falsch auf die Stange gemacht. Und oh nein. Was denn? Deswegen mussten wir das nochmal alles abmachen und wieder dran machen, damit man die auch zur Seite schieben konnte. Diese große Lücke da hat mich dann aber doch sehr gestört und deswegen... Das hier müsste ein bisschen noch nach da. Ja. Aber ich würde das gerne so haben, dass die Lücke geschlossen ist. Aha. Deswegen würde ich... Vorschlag, dass wir hier ganz ans Ende einsetzen. Ach, Kathi, Alter, was hast du dir da wieder in diesen Kopf gesetzt? Alles für den Dackel, alles für den Club. So? Ich glaube, so ist besser, ja. Mein Bett sah ein bisschen leer aus und wir haben halt jetzt eine zweite große Bettdecke geholt, zwei Kissen und Bettwäsche und jetzt sieht es auf jeden Fall viel gemütlicher aus. Es kommt der letzte Feinschliff und das machen wir jetzt einmal. So, das Bett ist auch ready. Zwei Decken, zwei Kissen. Sieht auf jeden Fall schon viel gemütlicher aus. Also ich will auf dieses ganz kleine Regal da oben die Pflanze auf jeden Fall stellen. Also hier an den Regalen arbeiten wir noch. Ich habe mich aber dazu entschieden, das Video jetzt trotzdem hochzuladen, weil ich finde, dass sich hier schon richtig viel getan hat. Ich habe schlauerweise keine richtigen Vorheraufnahmen gemacht, weil ich habe das also so unspektakulär angesehen, dass ich das gar nicht gemacht habe. Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night, I could have called you mine. I can't be the one to me. Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then das Einzige, was echt nicht so geil ist, ist, dass hier die Kabel rausgucken. Die Lampe ist halt direkt mittig angebracht. Also ich habe halt wie so einen eigenen Space nochmal. Ja, das Regal, da kommt auf jeden Fall noch was hin. Also das bleibt jetzt nicht so. Boah, ich feiere das richtig, weil so abends, wenn man hier so im Bett chillt, so die Gardinen einfach zuzuziehen. Also eine räumliche Trennung halt einfach. Man kann sich YouTube-Videos hier unten drauf angucken. Das hatten wir ja vorher auch anders. Da hatten wir den Fernseher auf der... Heizung. Den Buddha haben wir jetzt auch von der Heizung weggestellt auf das Nachtschränkchen. Ja, ich bin echt happy. Ich habe ja sowieso schon eine kleine Wohnung. Ich will ja nicht immer in diesem abgeschotteten Space hier sein. Kann ich das einfach wieder wegziehen.
Dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, dich inspiriert hat, unterhalten hat. Lass mir gerne Feedback da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!